Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Hausbesuch. Heute mal draußen ausnahmsweise. Die Temperaturen sind in den letzten 2-3 Tagen von minus 20 auf plus 20 Grad gestiegen und wir besuchen den Breakdancer Dominik Blenk. Hallo Dominik. Hallöchen. Heute sozusagen in seiner natürlichen Umgebung auf dem Trainingsplatz am Hubland. Dominik, du hast es heute gut, es ist warm und angenehm, man braucht keine Jacke und kann gar nichts. Wo habt ihr trainiert noch vor 2 Wochen? Ja, vor 2 Wochen war es wirklich schwierig. Da hat man das Wohnzimmer zu Hause gehabt. Ich bin noch an der Tanzschule, an der ich auch unterrichte normalerweise mit den Schülern. Jetzt nur online. Da hat man mal einen Tanzraum, wo man maximal zu zweit mal trainieren kann. Aber ansonsten war es kalt und deprimierend. Und jetzt ist wieder warm. Und da bietet sich hier das Hubland einfach perfekt an, um Kraftsport zu machen hier mit den Geräten, aber genauso auch für Breakdance hier mit dem Boden. Es geht und es macht Spaß und man kommt raus und kommt wieder zusammen. Ja, dieser Boden, der wirkt ja auf den ersten Blick wie so ein ganz fieser Ostberliner Waschbeton. So kennt man ja so von den Plattenbauten von früher. Aber er ist, glaube ich, zusammengesetzt aus lauter winzigen kleinen Plastikteilen und schwingt wunderbar, wenn man drüber läuft. Also Jawohl. Wahrscheinlich auch zum Barfußlaufen. Super ja, geeignet. Ja, kann man super drauf tanzen und alles machen. Ja, du hast ja mit deiner 5-köpfigen Breakdance-Truppe Dreamscapes vor 2,5 Jahren, im Oktober 2018 war es in Polen, den Weltmeistertitel im Breakdance geholt. Wie ist es für euch jetzt? Ein Jahr Corona, ihr könnt nicht unter normalen Bedingungen weiter proben und üben. Wie haltet ihr das durch? Ja, das ist natürlich eine schwierige Zeit gewesen, ich glaube für jeden Künstler und jeden Freischaffenden, hier weiterzuarbeiten. Für uns war das Wichtige natürlich am Training dran zu bleiben. Das heißt, untereinander sind wir ja auch Freunde, wir trainieren zusammen, wir gehen gemeinsam noch, wie es halt möglich ist, in die Tanzräume und versuchen halt Sport zu machen. Jetzt, dass man da mal wieder rausgehen kann, ist das natürlich super. Ne? Ja. Da freut man sich drauf und es ist einfach was anderes, gemeinschaftlich. Auch wenn es auf Abstand draußen ist, zu trainieren, wie als wenn man sich nur über online sieht und da irgendwie was macht. Ja. Das geht allen so, auch den Musikern mit den Proben und so weiter. Das Gefühl ist einfach sonst nicht da. Das genau. Sonst nicht. Also der Tobi Schirmer heute hinter der Kamera und ich, wir sind vorhin ja im Prinzip hier richtig reingeplatzt. Als wir hier aufgeschlagen sind, war alles noch voller Breakdancer, die hier Muskeltraining gemacht haben, geübt haben und so weiter. Wenn man den Weltmeistertitel abstaubt in Breakdance, dann war das sicherlich ein langer Weg dorthin. Wie bist du dazu gekommen? Hast du Breakdance wirklich, wie man sich das so vorstellt, vielleicht auch noch wie damals so New Yorker Bronx in den 70er Jahren wirklich auf der Straße kennengelernt? Oder hast du dich da ganz klassisch reingearbeitet mit Kursen und Trainings? Ja, so die Bronx war es jetzt nicht, aber es war das Lora Jugendzentrum. Da bin ich zum Tanzen gekommen. Also ich komme ursprünglich aus Frammersbach, bin in Lohr auch zur Schule gegangen, meine Großeltern in Lohr gewohnt und das Jugendzentrum hat das angeboten und ich habe davor als Kind, 1. bis 4. Klasse, so habe ich mit dem Ballett angefangen, weil, ich weiß nicht, ich habe Musik schon immer gemocht, mich hat das berührt, mich hat das bewegt und dann bin ich vom Ballett über die Schule, habe ich meinen besten Freund kennengelernt, der mittlerweile auch Musiker ist, mit dem mache ich gemeinsam auch Dreamscapes Theater Projekte, mit Robin Becker, der hat mich zum Breakdance gebracht, im Jugendzentrum Lohr, auf der Straße sozusagen. Nee, da war es natürlich nicht so hart wie in der Bronx, aber es war mit Gefühl und wir haben das mitgenommen, ich habe das seit ich 11 Jahre alt bin, ich bin jetzt 28, also 17 Jahre lang mache ich das und mit Herzblut. Es ist nicht nur ein Sport, sondern es ist einfach ein Gefühl und ja, man kann es nicht beschreiben. Musik bewegt einen. Als Musiker weiß man das ja, wie das ist. Ich habe da jetzt plötzlich ganz, ganz viele Fragen auf einmal und weiß gar nicht, wie ich heute alle abarbeiten soll. Vielleicht die erste jetzt in dem Kontext. Ihr seid ja eine ziemlich internationale Truppe, ja? Also jetzt nur, wenn man mal auf die Namen guckt, ja? Da scheinen mir einige türkische Namen auch dabei zu sein. Ihr habt einige Kollegen, die wirklich waschechte Unterfranken sind. Einige kommen aus Frankfurt und aus Offenbach. Wie habt ihr zu fünf zusammengefunden? Es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht,
vier, also außer dir, vier Leute zu finden, mhm. die körperlich wie auch, sag ich mal, rhythmisch, musikalisch einfach hervorragend sind. Ja. Ja, das war eigentlich eine ganz, ja, zufällig war es auch nicht. Also wir sind alles schon immer Freunde gewesen. Und wir haben durch Dreamscapes die Theatershow, das war ein Projekt eben mit Robin Becker, der mich zum Breakdance gebracht hat, war das ein Musik- und ein Tanzprojekt, das wir in Lohr in der Stadthalle umgesetzt haben. Und so sind wir eigentlich zuerst zu der Theatershow gekommen mhm. und haben daraus dann gesagt, ey Leute, wir kennen uns jetzt schon vom Breakdancen so lange, lasst uns doch versuchen, das mal da mitzumachen und ja. einfach mal da zu schauen, wie weit wir kommen. Und dann sind wir Süddeutsche Meister geworden, dann sind wir zur Europameisterschaft, die war in Bremerhaven, mhm. sind Europameister geworden und dann sind wir nach Kielce, nach Polen gefahren und haben da nochmal richtig zusammengehalten und haben nochmal Gas gegeben. Wie stark war dir die Konkurrenz für euch? Es war schon richtig schwierig. Also es war von Deutschland, die zweite Gruppe war noch dabei. Die machen auch viele Theaterprojekte, die haben für der Nussknacker mhm. wurde auch als Theatershow, mhm. Waren sie fleißig unterwegs, die sind ins Finale mit uns erst gekommen. Mhm. Das war schon richtig hart, also Deutschland war da auch schon die Konkurrenz richtig gut. Ja. Am Schluss war es dann gegen Kroatien, was? Nee. Das ist schon so lange her, 2,5 ja, Jahre jetzt schon. Die genauen Daten sind ja. jetzt auch nicht so wichtig, nur so ungefähr zur Vorstellung, wie viel, ich sag jetzt mal, Teams oder Truppen waren denn dann in der Weltmeisterschaft noch mit dabei? Das kann ich gar nicht mehr sagen, so es sind mehr. So okay. viel, also man dann, muss sich das ja. vorstellen, das ist wirklich eine Riesenveranstaltung mhm. in einer Riesenhalle. Da gibt es von Altersstufen, Kiddies, mhm. bis hoch zu den Erwachsenen. Yeah. Und dann gibt es nochmal drei unterschiedliche Stufen, also Anfänger, Fortgeschrittene, Profis, wo das dann alles durchläuft. Also sind ganz viele Nationen, ganz viele Teilnehmer. Das mhm. ist wirklich unüberschaubar. Und man ist dann irgendwo so ein kleines Feld yeah. Mit drinnen und kämpft sich da dann zu seinem Pokal hoch. Wie sieht denn dein Leben so jenseits von Breakdance aus? Ein Leben ohne Breakdance kann ich mir gar nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ein bewegungsfreudiger Mensch und das begleitet mich in allen Lebenslagen. Ich habe jetzt wirklich zufällig kurz vor Corona eine Ausbildung zum Physiotherapeuten angefangen, weil einfach mein Körper mich interessiert und passt ja. weil ich das einfach auch in einem weiteren Beruf dann mhm. verbinden möchte. Und ich hatte Glück, ne? Als Künstler ist es gerade sehr, sehr schwierig zu leben und ich habe jetzt Glück, dass ich da in der Ausbildung bin. Ich arbeite jetzt gerade am Universitätsklinikum hier in Würzburg in mhm. der Chirurgie ah, ja. im Praktikum. Das heißt, vormittags von 8 bis 14 Uhr bin ich in der Unfallchirurgie oh. im Moment ja. und helfe da den Leuten wieder ein bisschen auf die Beine, ja. physiotherapeutisch, aber auch mit meinem tänzerischen Körpergefühl, glaube ich, kann ich da ganz Tanzt gut. Tanzt du denen manchmal was vor? Gab es auch schon, also so Kinderpraktikum in der Kinder Klinik, das ist dann schon bewegend, wenn man da mal ein bisschen ja. Ja. Was mit den Kiddies machen kann. Mhm. Also ich binde das schon auch da in meinen Alltag mit ein. Das ist einfach das, was mich in meinem Körper, was mein Körpergefühl ist und das zeige ich gerne überall. Du hast gerade, das fand ich sehr schön, ganz selbstverständlich gesagt, ich als Künstler. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Breakdance so in der Allgemeinwahrnehmung immer so ein Zwitterding ist zwischen Sportart und Kunstform. Mhm. Wo genau steht denn Breakdance da für dich? Das ist schwer zu definieren. Also es gibt auf jeden Fall Bereiche wie die Power Moves. Das sind die akrobatischen Elemente vom Breakdance. Und dann gibt es natürlich den tänzerischen Part. Mittlerweile, finde ich, ist das Niveau so weit oben, dass das wirklich verschwimmt und vermischt. Und auch gerade der Versuch, mit diesen akrobatischen Künsten auf die Musik zu funktionieren, das ist die feine Kunst. Das wirklich zu verbinden, dass das komplett verschwimmt. Yeah. Das ist schwer zu sagen. Ich würde mich selber, ich sehe mich als kein Powermover. Ich bin mehr der Gefühlstänzer, ich brauche alles mit Feeling. Wenn das Feeling da ist, die Musik an ist, dann geht es für mich los. Und dann spüre ich das, dann möchte ich da tanzen. Also ich sehe mich da mehr als Breakdancer, als dieser Powermover, der das jetzt nur reinmacht, um sich sportlich zu betätigen ja. oder Kraft aufzubauen. Ja. Also Breakdance ist ja, glaube ich, seit 2 Jahren ungefähr, auch bei den Olympischen Jugendspielen, ja. also wirklich eine fest sozusagen, eine Sportart, ja. die fest dazugehört. Ja. Also hier wird es wieder ein bisschen mehr in den Sportbereich gerückt. Ja. Du hast aber vorhin selber schon mal angekratzt, du hast, glaube ich, 4 Jahre, als du noch relativ jung warst, mhm. auch Ballettunterricht gehabt. Mhm. Das zeigt dir schon im Prinzip echt so deine Affinität auch zu diesen eleganten und weichen Bewegungen und einfach auch ein Interesse an
ja, wahrscheinlich ja. auch der, an der Musik im Hintergrund. Ja. Du hast ja, glaube ich, 2015, 16 zusammen mit anderen Breakdancern am Main-Franken-Theater auch ein Projekt gehabt. Ne? Magst du dazu mal was erzählen? Manche von den Zuschauern haben es vielleicht gesehen, ich habe es leider verpasst, insofern erzähl. Ja. Ja, das war unter der Leitung von Anna Vita vom Main-Franken-Theater. Damals war Anna Vita noch da. Genau, ja. Die große, tolle Anna Vita. Mhm. Von ihr habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Also liebe Grüße an dich, Anna. Nee, ich habe schon immer das Theater geliebt. Ich habe auch als Tanz, wie ich es ja sage, das Gefühl, das rauszubringen. Das war schon immer mein großes Ding und das habe ich erst im Ballett gesehen, habe es dann im Breakdance wieder erfahren und Anna Vita hat da eben das Projekt Schneewittchen Breaking Out ins Leben gerufen, was ein voller Erfolg war. Also wir hatten 25, 26 Shows, die waren alle ausverkauft. Ihr musstet nochmal, glaube ich, neue. Wir haben dann ein Jahr später nochmal das aufgenommen, weil es einfach, es war ein klasse Projekt. Also wir waren die Breakdance-Zwerge, um es kurz zu sagen, und das Ballettensemble hat dann Schneewittchen gestellt und alle böse, wie heißt das, Stiefmutter, böse Hexe oder wie auch immer, ne? So das ganze Ballettensemble und diese Kombination, das Miteinanderarbeiten und auch wirklich honoriert zu werden als Breakdancer, das gibt's auch nicht so oft. Es gibt nicht, also mittlerweile ist das auch schon viel, viel mehr, dass man an Theatern da angesehen wird dafür, aber es war wirklich was Neues und was Einzigartiges, was Anna Vita da mit uns gemacht hat. Und das war für mich ein sehr inspirierendes Jahr, vor allem das erste Jahr, das zu lernen. Und da habe ich auch gemerkt, so, das ist eigentlich mein Ding, die Bühne. Und da kam es eben zu Dreamscapes dadurch. Das war dann Jahre später. Ich habe ein Konzept geschrieben während der Zeit, weil ich mir dachte, ach, das muss es doch auch als Breakdancer, muss man das doch auch mal sowas machen. Und ja, dann Jahre später für Dreamscapes, für die Idee, haben wir die Geschichte wieder rausgeholt und haben das dann verarbeitet mit Robin Becker an der Musik, Friedel Lelonek und dann kam das Dreamscapes-Team mit den Breakdancern. Ah, ja. Dann haben wir Kara Hopkins noch, unsere australische Balletttänzerin, dazugeholt, die eben vom Ballettensemble über Anna Vita da war. Also sie hat da wirklich irgendwas ins Rollen gebracht und da... Ja, so eine Künstleridee aus mir gemacht. Und das war auch das erste Mal, wo ich mir gesagt habe, ich sehe mich als Tänzer, als Künstler. Das bin ich immer. Ja. Jede Sekunde. Ja. Ja. Wir hatten hier vorhin am Rand der Trainingsfläche da, also jetzt ist sie gerade verschwunden, aber da saß vorhin auch eine Lady, ja? Sonst waren ja eigentlich nur junge Männer hier am Trainieren und am Machen. Also jetzt von außen betrachtet, ist Breakdance, glaube ich, eher so eine männliche Angelegenheit. Gibt es da auch Frauen? Und wenn ja, können die erfolgreich sein? Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele erfolgreiche Frauen, die Breakdance tanzen. Also das ist keine Männerdomäne. Also es ist vielleicht noch eine Männerdomäne. Viele Breakdancer gibt es. Aber die Mädels stehen sich da in nichts ein. Also das ist wirklich zum Beispiel liebe Grüße nach Berlin an B-Girl Chilu für Deutschland. Hammer unterwegs, die macht wirklich, weltweit ist sie mit Red Bull unterwegs und macht da wirklich tolle Sachen als Künstlerin. Und ja, das ist, es ist wie gesagt, ein Tanz ist ein Gefühl, das kann jeder machen, jeder, egal ob er 5 ist, egal, es gibt auch die Breakdance-Oma bei Battle of the Year, bei den Veranstaltungen von früher, wer sich da noch dran erinnern kann, von den Breakdancern, die war, ist 60 und hat das gefühlt. Wahnsinn, ja. Und das geht einfach, es kann jeder, es reißt jeden mit und das sehe ich auch beim Unterrichten mit meinen Kindern, also ich habe, auch wenn das Gefühl nicht so da ist, überall online zu unterrichten, meine Kurse sind genauso voll wie vorher und es bleibt trotzdem da, weil es weil es im Kopf bleibt, weil es ein Gespür ist mit Herz. Also ich wollte auch in keiner Weise das Können irgendwie absprechen. Es ist ja nur so, ich würde jetzt mal sagen, Pi mal Daumen, vor allem in Nordeuropa ist ja das Tanzen immer noch, ich weiß nicht, ob es das ist, aber es wird als doch eher weibliche Angelegenheit angesehen. Das ist ja in anderen Ländern ganz und gar anders. Und ich glaube, je weiter südlich man geht, desto selbstverständlicher ist es dort auch, dass Männer tanzen oder dass man miteinander tanzt. Deswegen habe ich da jetzt gerade diesen Punkt auch noch mal ein bisschen rauskitzeln wollen, weil Breakdance ist einfach völlig selbstverständlich, dass Männer das machen und dass auch Männer in Deutschland das machen. Ja? Wie kommt es denn, dass ausgerechnet das Breakdance-Machen nicht so uncool ist, wie zum Beispiel Ballett zu tanzen oder Standard zu tanzen oder was weiß ich zu tanzen, dass das einfach ganz selbstverständlich so akzeptiert wird. Ist es wirklich die Kraft, die da mitspielt? Auf jeden Fall die Kraft. Man muss ja auch die Musik sehen. Ne? Die Musikstile sind ja auch, also man kennt jetzt nicht mehr so viele 10-Jährige, die gerne Klassik hören. Ne? Ja. Das ist einfach so in der heutigen Zeit. Hip-Hop ist das große Ding auch. Ja. Und
Ja, und dann kommt zum Breakdance natürlich dazu die Akrobatik, die Power Moves, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Das zieht natürlich auch die Jungs an und da kann man sich auch gegenseitig messen. Es ist ja auch ein Battle miteinander. Also auch bei jedem Circle kann ein Battle entstehen. Ja. Man tanzt immer miteinander, aber man zeigt auch dem anderen, was man selber kann. Ja. Und jetzt gerade so von der Entwicklung her, wie ich das auch sehe beim Unterrichten, ich habe immer wieder auch Mädels dabei und ich habe das Gefühl, bei der Entwicklung, bei den Jungs, die wollen diesen Wettkampf, die brauchen das ein bisschen. Ja. Die Mädels sind noch mehr so zurückhaltend in der Phase, die Jungs wollen rauskommen. Aber wenn die Mädels erstmal verstanden haben, wie es funktioniert, und das ist ja oft das so, tut ja auch gut, wenn die Damen nämlich da loslegen, dann wird das meist was sehr, sehr Tolles. Ja. Ne? Und es ist noch was Besonderes, aber es ist eine Gemeinschaft. Und Breakdance, Hip-Hop-Tanz ist ja auch eng miteinander verbunden, wo dann auch das Elegante, es gibt jetzt viel Female-Dance, ist jetzt ganz im Kommen. Auch bei uns an der Tanzschule ist Female-Dance, so High-Heels-Kurse, lauter so Sachen. Das ist auch auf Hip-Hop, für die Füße. Hip-Hop-Musik. Ne? Ich mache das jetzt nicht persönlich, es ist jetzt nichts für mich. Aber zu Hip-Hop gibt es ganz viele Facetten und das kann jeder machen, wirklich jeder. Seid ihr dieses Jahr beim Mozartfest wieder irgendwie mit dabei oder habt ihr andere Projekte, die anstehen? Also obwohl natürlich alles gerade schlecht planbar ist, aber manches steht ja doch schon. Ja, also soweit ich weiß, steht das komplette Jahresprogramm fürs Mozartfest. Die planen ja wirklich immer Jahre voraus. Das steht ja. Das war natürlich jetzt ein bisschen ein Chaos damit, ne, für letztes Jahr. Wir hätten ja eigentlich eine komplette Show machen sollen mit Dreamscapes. Das war dann Beyond Silence wäre das gewesen. Wie oft haben wir geprobt? 4-mal. Davor hatten wir noch Musikproben, weil wir eben die Musik auch selbst komponieren dazu. Und dann hatten wir 4 richtige Proben, wo Tänzer und Musiker zusammen waren. Und dann war Corona und nichts ging mehr. Und dann haben wir gewartet bis November jetzt letzten Jahres, bis wir es dann eben wenigstens online zeigen konnten. Und dann für das Mozartfest und ich glaube, es war für die ganzen Sponsoren wurde das gezeigt. Mhm. Also waren dann so an die 100 Leute. Jetzt mittlerweile ist es auf YouTube, also einfach mal Dreamscapes eingeben. Dreamscapes Mozartfest. Da könnt ihr die 30-Minuten-Show kann man sich anschauen. Ja. Und darf ich da kurz unterbrechen? Ja. Da stand ja hinter der Kamera derselbe Mann wie heute, nämlich der Tobias Schirmer. Ganz genau. Also ihr kennt euch schon. Wir haben uns heute erst kennengelernt. Ja. Dominik, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Wünsche ich einen wunderschönen, man kann es jetzt eigentlich fast schon sagen, Breakdance-Sommer. Ja. Dass kein Frost mehr kommt. Soll dass ihr so jetzt genau kontinuierlich bis November wahrscheinlich hier oben auf dem Trainingsplatz trainieren könnt. Und ich freue mich auf euren nächsten Auftritt und hoffe, dass ich den dann nicht verpassen werde. Das auch hoffe an unsere ich dann auch. Zuschauer und Zuschauerinnen. Tschüss und bis zum nächsten Hausbesuche-Video. Wir waren heute beim Breakdancer Dominik Blenk. Good nighty, macht's gut und liebe Grüße nach überall. Bleibt fit und bleibt gesund. Tanzt durchs Leben.